Zitrone. Simone! Hallo! Mua. Mua. Simone Hanselmann. Geht's dir gut? Sehr gut. Du bist ja noch viel hübscher in echt. Wow. Haben wir die gleiche Brille? Wahnsinn. Wir haben auch die gleiche Hose. Fast. Die Leute werden denken, wir haben uns irgendwo beim Optiker oder irgendwas kennengelernt. Hier war unser Treffpunkt. Nicht ganz. Ah. Komm her, welche Seite willst du? Wo ist das Licht schöner? Mal gucken. So, haben wir die Sonne beide? Oh, das ist cool. Du hast keine Ahnung vom Licht. Ich glaube, der Ton könnte so mittel werden. Meinst du? Weil die schöne Musik so schön laut ist. Toll, ist auch geil zum Schneiden, wenn ihr schneidet. Wir schneiden das ja nicht. Ach so. Zu teuer. Hast du auch ein bisschen Hunger mitgebracht? Ja. Wollen wir ein bisschen ich habe gerade halben Meter Riesenbratwurst entdeckt, aber ich dachte, es... Musst du eigentlich auch immer an das Gleiche denken wie ich, wenn du halben Meter Riesenbratwurst... Ich weiß nicht, woran denkst du? Ich denke irgendwie an den kackenden Hund. Du denkst an den kackenden Mann. Du denkst an dich kacken. Weder noch. Was denkst du denn? Ganz ehrlich, ich habe ganz harmlos an dich gedacht und gedacht, das musst du gleich essen. Echt? Du hast nicht an irgendwas anderes gedacht? Nee. Wie halber Meter? Nee. Nils. Irgend sowas? War jetzt nicht meine erste Assoziation. Ey, hättest Nils? Du das gerne gehabt, wenn ich daran gedacht hätte? Finde ich schon cool. Das wollen Männer ja immer. Dass man das sagt. Aber hast du nicht auch gesehen, irgendwie Bei gestern... Bei mir hat es so rumgesprochen eigentlich, komischerweise. Das hast du doch gestreut, das Gerücht. Nein, überhaupt nicht. Weil haben ja auch, gerade die Jüngeren haben ja dann auch Angst. Ja, stimmt natürlich. Gut, wenn man auf die kleinen Mädchen steht, da muss man auch noch ein bisschen aufpassen. Es gibt ein Creepy, nicht? Ich habe eine kleine Mädchen, ich habe nur gesehen, Portion Babykartoffeln, so kam ich drauf. Ah, okay. Ich gehe mal hin, dass man es lesen kann. Ja. Toll, das ist, aber, also, nee, ist ja nichts für mich. Was willst denn du essen? Wir waren ist, noch das eigentlich... Das ist das Pädophilen-Menü. Wie alt bist du jetzt, wenn ich mal fragen darf? Nicht, also, 27, 26? Volljährig. Du bist volljährig. Und denkst du an Kinder? Manchmal? Ich hätte Bock auf so einen Maiskolben. Ich meine, amerikanisch gibt es ja bestimmt Maiskolben, oder nicht? Wir fragen den mal, ja? Ja. Nicht das pädophile Menü. Gibt's nicht. Sie hat so gehört. Ist es. Wir haben super, super leckere Babykartoffeln. Mir fehlt der Mann. Ich soll keine Kohlenhydrate. Rippchen. Für einen Mann. Rippchen ist auch super. Ja. Aber nee, komm, jetzt machen wir die Wahrheit mit der Wahrheit. Sorry, Mann. Wir kommen wieder, ja? Ja. Schöner Stand. Tschüss. Dankeschön. Soll ich dir ein Herz kaufen? Ja. Welches denn? Mein Herz schlägt nur für dich. Oh. Bist du gerade in einer festen Beziehung? Nein. Dann kann ich dir auch Ich liebe dich kaufen. Könntest du mir kaufen? Oder findest du es ein bisschen früh? Bin ich jetzt ein bisschen früh dafür, dass wir uns vor 10 Minuten mal wieder getroffen haben. Aber wenn du so ein Typ bist... Du bist so süß, so süß. Ich hab dich nicht, so süß. Schatzi, ich liebe dich. Muckel? Oh, die sind ja alle langweilig. Ja? Hast du irgendwas? Bist du soweit? Ja. Okay. Ich hatte noch eine Alternative, aber ich habe nur eins. Links und rechts. Okay. Oh, das ganz große. Nein, ist das schön. Ach, komm mal auf, Mäuschen, komm mal. Mäuschen, du bist... Käferchen. Käferchen. Magst du auch tierische Spitznamen so gerne? Total gerne. Mäuschen. Wollen wir uns jetzt so nennen? Ich nenne dich Mäuschen, du bist Käferchen? Ich nenne dich jetzt Käferchen, ja. Dann habe ich noch das hier. Der beste Nummer der Welt hättest du fast. Weil du ja fast 90 bist. Ich fand alternativ noch, ich bin froh, dass es dich gibt. Bist du das denn? Komm, ich häng's ja, um. Jetzt gerade schon. Alleine wäre es hier langweilig. So, kommt hier die Boxen runter. Ladies ich kann doch nicht boxen. Und schon gar nicht ja, mit den Herzen. Komm, come on, Miss SEK. Wie doll soll ich? Ja, so doll, dass es wenigstens drauf ankommt. Ah! Hast du einen Euro? Ja, nur klar. Zwei. Hast du mal einen Euro? Ja, ne? So einer bist du. Stehst ja auf dem Jahrmarkt und pumpst dich. Naja, du weißt ja, wie es läuft, ne? So, rein damit. Jetzt kommt das Teil wieder runter, oder? Nee. Jetzt rücken? Genau, jetzt muss ich, ne? Jetzt musst du. Du musst mich anfeuern. Nils! 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 Ja. Wahnsinn! Schaust du Hier ist die Rache des Pharaos, der große Familienspaß, auch wenn es nicht so klingt. Und hier wäre das Berliner Schießzentrum. Bin ich beides bei. Du schießt ja in deiner Serie. Ja. Ne? Ich schieße aber die kleine Heckler und Kopf 9 mm Halbabfahrt. Du bist ja süß. Hallo. Kann ich den bekommen, wenn ich treffe? Ja, ich frag mal, was ein Treffen ist, ja? Entschuldigen Sie, meine Verlobte würde gerne den Hund haben. Was muss ich denn da treffen? Also eine Blume oder ein Robbenbaby? Ein Robbenbaby? Aber Robbenbaby schlägt man doch tot eigentlich. Ja, eben. Und nicht mit der Knarre. Wo ist denn das Robbenbaby? Ja, der fertig ist.
Ich habe schon wieder getroffen. Jetzt bist du mal. Du bist doch hier die große SEK-Spezialistin, oder? Na gut, na gut. Ja, damit. So, zeig mal. Sehr gut. Ja. Nicht so weit, nicht so weit. Ja, ja. Zwei sogar. Die hast du sogar zwei mit einem Schuss. Du kannst besser stehen. Okay, aber zwei schaffe ich nicht. Sternchen ist ja auch mein Spitzname. Nee, ist das wahr? Wirklich. Meine Freundin nennt mich Sternchen. Für mich bist du ein Mäuschen. Star. Bin ich für dich. Mäuschen. Und was bin ich für dich? Käferchen. Wenn ich da nicht stehen würde, hätte ich schon vergessen, ne? Ja, ein bisschen. Bin so enttäuscht. Ja, da haben sie schon geladen. Klar. Gut. Immer geladen. Haben Sie eigentlich viele Mauerschützen hier, ehemalige, die hierher kommen und alles abräumen? Das war nach der Wende. Ja? Überwiegend Frauen. Weibliche Mauerschützinnen, ja? Überwiegend. Die haben uns im Westen geschützt vor den Ossis, die rüberkommen. Haben Sie eins, du hast die schönsten, sehr kleinen Brüste der Welt. Hey, so klein sind die gar nicht. Nein, achso, nein, war nicht für dich. Ich glaube, ich brauche so ein Ding. Und immer wenn du frech wirst, kriegst du damit eins drüber. Bitte. Danke. Du. Den wollte ich auch haben. Komm, wir tauschen, wir tauschen. Ach, dann setzen wir uns einfach rein, was soll's. Na gut. Wir nehmen die, ist okay. Wie ist der Sternzeichen? Schütze. Nikolaus, habe ich Geburtstag? 6. Dezember. Ja, werde ich 30. Da sind Frauen ja auf der Höhe ihrer Libido, ne? Ja, mit 30, zwischen 30 und 50, ne? Ach so. Ach, das wird noch mehr auch. Das wird immer mehr, ja. Ist ein bisschen hart, deswegen suche ich sie auch mal jüngere. Macht Sinn. Weil bei Männern geht es ein bisschen runter. Das ist ja ein Vorurteil. Also das ist ja, dass Frauen dann quasi, dass die Libido größer wird. Ja, aber du hast doch gerade gesagt, das ist so. Ja, aber kannst du das an dir ganz persönlich auch feststellen? Ich bin ja noch keine 30. Du hast aber gesagt, zwischen 30 und 50 geht